Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Europa-Let's Plays, und in dieser soll es eigentlich darum gehen, hier diese vorgefertigte Linie Zagreb-Wien sozusagen als Zug zu ersetzen. Dies bedeutet auch, ja, wieder einen weiteren Hauptbahnhof. So. Das Ausfahrtsverbot hier der Wähler. So, da ist er, der Hauptbahnhof. So. Neue Linie, Rathaus, Hauptbahnhof. Und natürlich gleich wieder Kutschen drauf. So, jetzt natürlich die vorhandenen Linien hier noch abändern. Das wäre einmal IZBH. Da war's. Nach Zagreb. Das müssen wir natürlich jetzt auf den Hauptbahnhof ändern. Jetzt habe ich das zugemacht, ich Depp. So. Und von Wien nach Zagreb, ja, ändere ich auch erstmal ab, wo ich sie ja jetzt gleich durch den Zug ersetzen werde. So. Gut. Haben wir das. Jetzt noch hier schon mal Zug hin, damit ich weiß, wo ich die Brücke hinbauen muss. Hier müsste ich Terraforming machen, aber da reicht wahrscheinlich das Geld. Nein, reicht nicht. Dann lasse ich mal kurz laufen, bis hier mal die Kutsche da weg ist, dass ich eine Holzbrücke hinbauen kann. So. Und Brücke. Vier, so. Zagreb weiter ausbauen. So. Das weg. So. Und da habe ich noch einen Bahnsteig zu bauen. So. Ja. So geht das. Jetzt nur noch neue Linie. Und meine 75,1 wieder. So, FP3. Wien. HBF. Zagreb, HBF. Und natürlich den Zug daraufhin noch losfahren lassen. Wo ist das Depot? Da.
3, 2 und Wien Zagreb, Stadt. Lass ich's mal fahren, damit ich auch weiß, dass er da durchfährt. Ich vermute mal, der will nach Zagreb, aber er soll zuerst nach Wien. So. Okay. Somit sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Und die Buslinie zwischen Wien und Zagreb ausmustern. So. Somit sollte dies hier erstmal jetzt funktional sein. Und die Überfüllung vom Rathaus wieder wegmachen zum Hauptbahnhof. So. So müsste es jetzt funktionieren. Machen wir mal in die andere Richtung noch weiter. Kleine Zugbaustreckenweise heute. Nämlich mit dem Bordeaux Hauptbahnhof mit Paris verbinden. Das ganze Spiel jetzt wieder von vorn hier quasi. So, Ausfahrtsverbot und Auswahl. Und Hauptbahnhof. So, wie gehabt, eine neue Linie. Rathaus Bordeaux. Bordeaux. Und HBF und Rathaus. So. Natürlich auch wieder alles was drauf. So. Also wieder unter Details. Und Prest haben wir da. Rest, da haben wir es. Löschen Bordeaux Rathaus, dafür der Hauptbahnhof rein. Und Paris. Bordeaux Rathaus, ja, weg. So, HBF und Toulouse noch als letztes. Dorf, Rathaus, die zwei Linien bleiben noch dort, das ist gut. So. Und die Zugstrecke noch hinterdrein. So, jetzt muss ich hier schauen, wie es rumkommt.
Erstmal mache ich hier jetzt wieder das Verrückte wieder richtig. So. Und die Straße ersetzen durch eine Brücke. Und zack. So, jetzt muss hier natürlich jeweils noch ein zweites Gleis dazu. So. So, jetzt noch die Linie verbinden. Wie tue ich das? Erstmal schaue ich mal, ob das so vollkommen gerade funktioniert. Na, perfekt. So. Und neue Linie. Bordeaux, Hauptbahnhof. Paris und natürlich 75,1. Drei. Paris, whoop, Paris, ABF, Bordeaux, AUX, ABF. Und natürlich dementsprechend den Zug noch drauf. So. Den lasse ich mir mal angezeigt, weil Big Festival in Zürich. Ja. Gut, ich muss hier hin. Ich muss den einmal nicht laden. So. Jetzt müsste der eigentlich so durchlaufen. Genau. Und Paris Hauptbahnhof, das ist gut. Öffnung. Ja, das wäre dann das nächste. Aber ich muss auch noch Paris-Bordeaux die Buslinie wegmachen. Paris-Bordeaux da alle ausmustern. So. Ja, jetzt haben wir doch zwei neue Hauptbahnhöfe, zwei neue Zugstrecken gebaut in der Folge. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. Ich würde sagen, das lasse ich dann soweit für diese Folge. Und ja, man kann ja nochmal auf die Karte schauen, wie die Gleisstraßen jetzt aussehen. Also klar ist, dass ich hier über Toulouse nach Madrid möchte mit der Trasse und hier von Warschau nach Moskau, so dass ich dann hier, wenn dann neue Gleise, neue Züge verfügbar sind, auch diese Strecken als Schnellstrecke ausbauen kann. Deshalb werde ich jetzt je nachdem die Städte dann nach und nach anschließen. Aber
Nächste Folge schließe ich mal wieder überhaupt neue Städte an. Und dann mal schauen, was sonst noch so passiert. In diesem Sinne würde ich sagen, bis denn dann, euer Aprisos.